Wie komponiere ich eigentlich Blasmusik? Das zeige ich dir heute. Hallo und herzlich willkommen. Daniel von Melikus ist hier und heute startet eine Videoreihe, in der ich euch mal zeige, wie ich so Polkas, Walzer und Märsche komponiere. Übrigens, die meisten Zuseher meiner Videos sind keine Abonnenten. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mich unterstützt und diesen Kanal jetzt abonnierst. Dann verpasst du auch keine Videos mehr. In einem vorangegangenen Video habe ich schon thematisiert, dass der erste Schritt in Richtung eigene Komposition eine Überlegung ist. Was will ich denn eigentlich komponieren? Soll es ein Walzer werden, soll es ein Marsch werden oder soll es eine Polka werden? Wenn du eine Melodie bereits auf dem Handy hast, musst du dir natürlich überlegen, okay, passt diese Melodie zu dem Stück, welches ich komponieren möchte. In meinem Fall, ich habe vor ein paar Wochen ungefähr einen Text für eine Polka geschrieben, der mir ganz spontan eingefallen ist und auch da bei Texten ist es genauso, alles aufschreiben, alles sofort aufsprechen, was dir in den Sinn kommt. Ja, es war so, ich habe den Text für diese Polka, ist mir eingefallen und habe ich mir dann gleich notiert und den möchte ich natürlich ins Trio dieser Polka einarbeiten. Das heißt, ich brauche jetzt für den ersten bzw. gegebenenfalls auch für den zweiten Teil noch eine Melodie. Da ich jetzt momentan für diese Polka nichts Brauchbares am Handy habe, muss ich mir also jetzt eine neue Melodie einfallen lassen. Und ich habe das auch schon in einem vorangegangenen Video gesagt, man soll sich irgendwie in Stimmung bringen. Dann fällt es einem viel, viel leichter, die Melodien zu komponieren. Und ich denke, heute scheint die Sonne, es ist ein schöner Tag, ich gehe ein bisschen in die Natur. Und da nehme ich dich jetzt mit. Ja, gibt es einen besseren Ort als die Natur, um sich inspirieren zu lassen? Ich habe mir gedacht, ich fahre jetzt einfach mit dem Auto in die Natur und lasse mich hier ein bisschen inspirieren. Es scheint die Sonne, es ist angenehm mild für die Jahreszeit und ich lasse jetzt das Video einfach weiterlaufen und singe jetzt einfach alles ein, was mir so einfällt und ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, ich bin zwischenzeitlich schon wieder auf dem Rückweg und ich denke, dass das, was mir so eingefallen ist, reicht, um den ersten Teil dieser Polka zu, ja, fertig zu machen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt an den PC und klopfen das ins Notenschreibprogramm und da nehme ich euch natürlich mit. Also, bis gleich. Ja, herzlich willkommen zurück jetzt hier am PC und ich habe mein Notenschreibprogramm schon auf. Wir klopfen jetzt die Noten da rein und es geht jetzt in erster Linie gar nicht mal um Perfektion, also das muss gar nicht so hundertprozentig perfekt sein. Es geht einfach nur darum, dass wir die Noten mal eintragen oder beziehungsweise die Melodie als Noten aufschreiben. So, genau, jetzt haben wir 32 Takte Melodie. Nochmal, bevor jetzt irgendjemand denkt, oh, das ist ja langweilig. Also ja, es ist noch nicht fertig, es ist noch gar nicht perfekt. Ich wollte dir jetzt nur mal zeigen, wie ich also vorgehe, ja, von der Idee, sich erstmal inspirieren zu lassen, dann die Idee zu generieren, die Idee dann in den PC einzuklopfen. Und wie gesagt, es ist ja eine Videoreihe, die jetzt hier entsteht und so arbeiten wir jetzt Stück für Stück an dem Stück weiter und am Ende soll dann wirklich eine fertige Polka dabei rauskommen.
Ja, und wenn auch du Blasmusik komponieren möchtest, aber noch nicht so richtig weißt, wie das funktioniert und noch etwas Anleitung brauchst, dann geh doch gerne mal auf www.melikus-akademie.de und trag dich dort für eine kostenlose Probestunde ein. Ich freue mich und sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.